Ja, bei mir ist Steve Bürz, der Trainer des SV Tavern. Du hast schon im Vorfeld gesagt, es wird ganz schwer. Und ich glaube, die Befürchtung hat nicht getrogen. Das war schon ein dicker Zwei-Klassen-Unterschied heute. Ne? Bedingt auch durch das frühe Gegentor, glaube ich. Gell? Ja, definitiv. Also wir wussten natürlich heute, dass wir unser Spiel, das wir halt in der A-Klasse oder auch in der Vorbereitung gegen die machen konnten, heute nicht unbedingt aufziehen konnten. Aber ich denke mal, es war einfach zu viel Respekt heute dabei. Muss man so sehen. Wir haben viele einfache Bälle gehabt, die wir verloren haben. Viele Ballverluste, wo wir wirklich auch mal aufdrehen konnten. Aber das ist halt so. Aus diesen Spielen lernt man. Man sieht halt jetzt noch, wir haben eine gute Mannschaft und man sieht halt, woran wir jetzt noch ein bisschen arbeiten müssen. Oder ein bisschen viel. Jetzt geht's zur SG Geisfeld 2. Das Spiel hat sicherlich ein bisschen Kraft gekostet heute, aber die Mannschaft ist gefestigt und stark genug, um das wegzustecken, oder? Ja, also von der Ausdauer her, von der Power her, da denke ich mal, wird das Spiel heute, hat zwar wehgetan, auch vielleicht noch ein bisschen mental, aber insgesamt werden wir auf jeden Fall gut aufgestellt werden am aufgestellt sein am Sonntag. Ihr seid ja seit Jahren eine gute, ambitionierte A-Liga-Mannschaft. Ist mit euch zu rechnen bis zum Ende der Saison? Wie schätzt du so die Qualität eurer Mannschaft, deiner Mannschaft und der Liga ein? Die Qualität insgesamt ist natürlich richtig gut in der Mannschaft. Wir haben einen großen Kader. Es sind halt viele Spieler, die auch sehr lange verletzt waren oder krankheitsbedingt lange ausgefallen sind. Heute haben auch wieder 2, 3 gespielt davon. Kommt immer wieder weiter und ja, wir wollen auf jeden Fall oben ein Wörtchen mitreden.